Hallöchen meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Prism. In der letzten Folge hatten wir Euphorbia City besichtigt und natürlich die Dorfheide auch noch einmal unter die Lupe genommen. Und wir hatten natürlich einen Kampf gegen einige Trainer auf dem Weg dorthin und noch dazu hatten wir einen Petal Patroller, den roten natürlich, haben wir natürlich besiegen können. Natürlich mussten wir leider einmal verlieren müssen, aber naja, kann man nichts anderes machen. In dieser Folge gehen wir jetzt nun direkt zur zweiten Orden des Spiels, und zwar zu Rinchis Wald. Mal sehen, was uns auf uns wartet. Vor Jahrzehnten wurde diese Region von den Wächtern überwacht. Nur ein Nachfahre des Boten kann sie zähmen. Der einzig bekannte Nachfahre ist ein starker Trainer. Vor langer Zeit ist er gemeinsam mit seiner Familie fortgezogen. Pokémon Magazine, Pokémon Freund, Pokémon Handbuch und Pokémon Grafen. Ich weiß nicht, was das hier bedeuten soll, diese Geschichte, aber wir werden dann sicherlich von den Wächtern von Nalio schon was hören. Jo, Herausforderer! Rinji nimmt seine Arena-Leitung sehr, sehr ernst. Er ist von Natur aus sehr motiviert, wenn die Natur ihn umgibt. Also er setzt Gras-Pokémon oder Käfer-Pokémon ein. Aber vorerst, um jetzt mal schön mal trainieren, und zwar Iglavar, weil wir brauchen natürlich Iglavar in unserem Kampf. Mal sehen, wie stark der jetzt ist. Also ich habe jetzt ein bisschen die Lautstärke ein bisschen lauter gestellt auf meiner Stimme, weil der Game Sound war ziemlich leise gewesen und da war meine Stimme extra laut. Hi, willst du unsere Pokémon sehen? Na klar. So, ich habe jetzt mal den Motion Blur jetzt wie im letzten Part schon wieder deaktiviert, damit es jetzt ein bisschen besser aussieht, weil die ganze Motion Blur mit dem High Quality Filter sieht ein bisschen beschissen aus und verschwommen aus. Deshalb habe ich gedacht, okay, ich werde jetzt mal die High Quality Filter reinpacken, damit es dann ein bisschen so wie HD aussieht. Knackscharf aussieht dann die Aufnahme. Also da ist schon richtig Iglavar gefragt bei diesem Arena. Windhose. Ist auch nur 30 hat, na super. So, Glut, komm. Ja Leute, es ist jetzt gerade soweit, denn in fast wenigen Tagen habe ich dann Geburtstag, Leute, und ihr wisst schon selbst, dann es gibt einen Livestream dann mit Super Mario, eigentlich mehr mit Mario Kart 8 Deluxe, also ein Geburtstags-Livestream mit Super Mario Kart Deluxe, natürlich mit einem Turnier, das ich dann euch dann veröffentlichen werde auf Twitter, dass ihr auch beitreten könnt. Für ein gutes Geld kaufe ich deine Erze ab. Nimm diese Erztasche, damit du geschmolzene Erze verstauen kannst. Eine Erztasche. Wofür das gut ist, weiß ich nicht. Ha! Viele denken, Lava wäre nutzlos, aber für mich ist es die Geschäftsidee. Interagiere mit der Lava, um Erze zu schmelzen. Oder mach Hohle zur Asche. Beachte jedoch, dass du für die Asche einen Aschensack benötigst. Ach, für das geschmolzene Erz brauchst du auch eine Erztasche. Mein Händler dort drüben sollte noch eins haben. Du hast weder Herz noch Kohle zum Schmelzen. Ich weiß ja selbst, dass man mit Kohle natürlich Asche herstellen kann und mit Erz irgendwas anderes. Irgendwie merkwürdig, dass jetzt hier die Zinnturm-Musik hier abspielt. Aber die Sprites sind ja ziemlich geil in diesem Spiel, das muss ich schon nett sagen. So, Tuska. Level 15. Ich bin mal gespannt, wie lang das Let's Play gehen wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt einer der längsten Let's Plays sein wird, dann nach Pokémon Brown. Aber ich glaube, ich werde dann nach Ocarina of Time und The Missing Link definitiv dann den Platz freilassen für den Schneegrund am Lande, was am November kommt. Was ich dann für mein 2-Jahres-Special machen werde, denn ich weiß schon selbst, in diesem Jahr nähert sich schon jetzt mein Kanal bald 2 Jahre, also das Let's Play
seit ich mit Let's Play angefangen habe, seit dem 16. November 2018. Es ist schon bald 2 Jahre her. Da habe ich gedacht, okay, ich mache mal wahrscheinlich ein Video darüber. Und für das Ende des Jahres natürlich am 31. Dezember oder 30. Dezember werde ich natürlich dann einen Jahresrückblick-Rede machen, wie es sein wird, was wir alles erlebt haben und so weiter. Aber ihr wisst schon selbst, was wir alles erlebt haben. Die ganze Krise, die immer noch weiterhin läuft. Und zwar mit dem Coronavirus und so weiter. Ich weiß, sehr viele Leute sind jetzt besorgt mit deren Zukunft und dasselbe geht auch noch für mich. Ich weiß ja selbst, ich habe auch letztes Mal schon erzählt, dass ich einen Job hatte und ja, es ist jetzt irgendwie schwierig, Job suchen jetzt in meinem Land jetzt was zu suchen. Weil ich versuche ja verzweifelt einen Job zu finden, aber jedoch ohne Erfolg. Einfach ohne Erfolg. Und es ist einfach nur scheiße, dass die Krise richtig die Wirtschaft runtergekurbelt hat und für alle Leute die Zukunft schwarz ist, ganz besonders, für viele Leute. So, ich glaube, ich werde mal Sternschauer jetzt mal erlernen lassen. Für Iglava. Und dann die Rauchwolke mal weg, weil es tut nur die Genauigkeit sinken. Ist ja auch super, dass man die TTM auch behalten darf. Was auch ziemlich klasse ist. Triplette wäre auch ziemlich nice. Kann niemand da lernen, okay. Lehmschelle. Nee, brauche ich nicht. Lehmschelle wirklich nicht. Lockduft auch nicht. Na gut. Tuska wäre ziemlich geil, wenn ich dann nur Tuska hätte in meinem Team. Aber das Team ist ganz okay, was ich jetzt derzeit habe. Ich weiß, es gibt auch die Minecarts, und zwar wie in der Walhöhle. Die kann man auch nur nutzen als Abkürzung, um durch ganz Narnia zu reisen. Aber es wird wahrscheinlich wieder einen Moment geben, wo ich dann meine Pokémon auf Level 100 trainieren muss. Wieder einmal. Weil es gibt dann wahrscheinlich noch ein spezielles Event. Und ja, falls ihr es vergessen habt, wie viele Orden es jetzt gibt, ich habe natürlich wahrscheinlich schon erwähnt, oder vielleicht auch nicht, dass dieser ROM-Hack 20 Orden hat. 20. Und ihr könnt schon raten, welche Regionen noch. Also, es gibt natürlich Nalio, Region, Kanto und Johto. Und noch eine kleine Ortschaft kann man noch bereisen. Aber das will ich euch dann später erzählen. Weil ich habe natürlich Pokémon Prism auch privat gespielt. Und zwar bevor ich noch Let's Player wurde, hatte ich das extra noch gesuchtet. Im englischen Version. Da gab es noch nicht die deutsche Übersetzung in diesem Spiel. Und ich muss euch eins sagen. Pokémon Prism ist bis dorthin einer meiner beliebtesten ROM-Hacks, die ich jemals gespielt habe. Aber ich will jetzt nicht sofort mein Fazit nehmen, aber mal sehen. Dann machen wir mal Tackle weg, weil Tackle ist bei Level 21 schon jetzt völlig unnötig. Noch sehr jede Menge Trainer hier noch. Ich weiß noch, mein ganzes Team ist noch unterlevelt und ja, ich weiß, aber ich werde dann bald trainieren. Aber Iglava ist natürlich jetzt die bessere Methode, gegen Rinji anzutreten. Wir werden auch nach Laurelia City noch gehen. Das ist ja logisch für den nächsten Part. Und dann mal sehen, was als nächstes kommt. Dann kriegen wir wahrscheinlich den dritten Orden, weil dort wird dann bald der dritte Orden dann da sein, im nächsten Nachbarort. Ich muss schon sagen, die Region ist einfach wunderbar, aber mal sehen,
wie werden wir jetzt schaffen werden, wie viele Parts wir jetzt rauspacken werden, aber wir können schon damit rechnen, dass es dann definitiv mehr als 20 Parts kommen wird. Deshalb habe ich gedacht, okay, ich werde dann mal Ocarina of Time definitiv noch schnell zu Ende suchten mit euch. Und so bei Mario All-Stars werde ich jetzt ein bisschen nur ab und zu jetzt was hochladen. Ich weiß ja selbst, dass jetzt dann mal ein bisschen der Support auf YouTube jetzt mal höher geht. Also eher mehr Abonnenten gucken jetzt meine Let's Plays an als Nutzer ohne Abonnenten. Was mich aber ziemlich überrascht hat. Also früher war es so zwischen um die 15-17% nur meine Abonnenten von meinen 161 Abonnenten bzw. 162 Abonnenten. Und jetzt gucken jetzt schon 39% über den Sommer. Früher im letzten Jahr, in 2019, da hatte ich jetzt nur noch unter 100 Abonnenten gehabt, glaube ich anscheinend. Dass mein Kanal ziemlich lasch gegangen ist und ja, da habe ich noch die Hälfte weniger gehabt als 160 Abonnenten. Und naja, nicht einmal 160, sondern sogar 60 Abonnenten hatte ich gehabt. Da waren nur, hatten ja kaum Leute meine Let's Plays geguckt, weil die meisten meiner Abonnenten sind, waren ja natürlich irgendwie auch wahrscheinlich englische YouTuber, die haben zufällig random abonniert, ohne einen einzigen Grund auch immer. Ich habe auch keinen Plan, wieso und warum, aber die haben dann später wieder deabonniert, sobald ich dann jetzt mit deutschen Let's Plays angefangen habe, was ich aber nachvollziehen kann. Aber naja, genug gelabert, genug geredet. Lass uns jetzt anfangen gegen Gringy. Ich bin Gringy. Ich bin eins mit der Natur. Und du? Fühlst du die Natur um dich herum? Du musst lernen, mit ihr zu leben. Und nicht in ihr. Boah, dieser zweite ist ziemlich gut von Gringy. Lombrero. Da habe ich jetzt sehr gut gestartet jetzt mit Schralbini. Das ist Wasser- und Pflanzentyp. Ach, Lombero hat's überlebt, verdammt. So, Bisaknosp, ich glaube, da werde ich jetzt mal schnell Drassler reinpacken, weil Drassler braucht ja natürlich auch extra KP. Ich weiß, er ist selbst noch unterlevelt, aber ich werde jetzt mal schnell wechseln zu Iglavar. Bisaknosp ist einer der stärksten Pokémon, was er hat. Deshalb habe ich jetzt kurz gewechselt, weil man weiß ja nie, weil mit dieser Attacke wäre schon definitiv Drassler down. So, Flammenrad. Ich weiß nicht wieso, aber die Musik ist einfach nur der Hammer in diesem ROM-Hack. Für einen zweiten Gen-ROM-Hack einfach die Extra-Klasse. Tangela. Ja, durch wieder mal kurz Drassler wechseln, damit er ein bisschen mehr Level kriegt. So, Flammenrad und das war's. Aber es ist ziemlich stark, muss ich schon sagen. Daher muss ich jetzt auch noch schnell offscreen trainieren dann im nächsten Mal. So, Drassler müsste bald zu Kirlia entwickeln. Ich hoffe, du hast gelernt, die Welt zu lieben. Nimm diesen Orden an dich. So, den Naturorden haben wir schon bereits. Der Naturorden macht es möglich, die Natur bis Level 40 zu zähmen. Ach, und nimm das. TM57, was ist das denn? Rasierblatt. Die Kraft der Natur steckt in dieser Attacke. Zudem hat es eine hohe Volltrefferquote.
Vielen lieben Dank, Ringy, für diese tolle TM. Jetzt können wir natürlich jetzt zur Schneider außerhalb des Kampfes einsetzen. Aber ich werde jetzt mal schnell Niki Lava jetzt mal halt zur Schneider einsetzen, weil Lavita kann es leider nicht. Ja, durch mal Glut weg. Ich weiß, es ist ja leider schade, dass ich jetzt einmal Zerschneider einsetzen muss bei Igilava, weil ich habe ja keine anderen Pokémon dabei, die jetzt anderes einsetzen können. Wir werden auch noch zur Dorfheide zurückkehren, denn wir kriegen noch ein spezielles Item dann später. So, dann wir jetzt mal schnell unsere Pokémon hier heilen, weil es gibt hier kein Pokémon Center außer dieses Hotel. So, bei dem Typen kommen wir wieder zurück, natürlich. Also wir müssen natürlich so zwischen 10.000 Schritte schaffen. Hier in durch ganz Nalio reisen und so bekommen wir dann ein spezielles Item an diese Person hier drüben. Na gut, wir gehen jetzt nach Laurelia City. Von jetzt an. Damit wir dann unseren zweiten Orden dann holen werden. In dieser Region. So. Route 75. So. Wieder ein Schulkind. Da werden wir schon richtig platt machen, den Kerl. Schwalboss hat der schon bei sich. What the fuck? Gerade erst jetzt hat er einen Schwalboss. Übertreib. Energiefokus? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Brauchen wir nicht. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Es ist interessant, dass er einen Schwalbus hat mit Level 16 und ich kriege erst einen Schwalbus erst viel, viel später. What the fuck? So, ich werde jetzt mal schnell meine Pokémon trainieren, weil das wird jetzt kein Zuckerschlecken sein, dann der dritte Orden, weil ich glaube, da muss ich jetzt bis Level 20 trainieren. Und es wird jetzt ziemlich lange dauern. Dadurch dann auch noch offscreen dann speeden. Hauptsache mindestens bis Pupitam muss ich ihn entwickeln lassen. Das ist das Mindeste, was ich jetzt erreichen will. Ich habe süße Pokémon, guck! Nee, ich habe keinen Bock. Lieber kämpfen wir lieber. Schönheit Michelle. Ah, sie startet mit einem Volbeat. Das ist ja mal easy. Zugabe. Wie auch immer. Na bitte. Geht doch. Knuddelhof. Da sind schon jetzt die Trainer ziemlich stark. Das muss ich schon jetzt lassen, wirklich. Was haben wir hier für eine Route hier? Interessant, da haben wir jetzt noch keinen Trank gefunden, aber egal. Ach, Mist! Was ist mit der Brücke passiert? Keine Ahnung. Geweiher. Das ist jetzt ziemlich fies.
So. Was hat der zu sagen? Welche Region ist nochmal im Norden? Keine Ahnung. Aber lass uns sehen. Wir werden es schon rausfinden, wenn wir dann nördlich hier gehen. Ich weiß, hier gibt es keine Wasserroute, weil ich weiß, selbst es ist ein offenes Meer, aber man kann hier nicht die Route Surfer einsetzen. So. Noch ein Trainer haben wir noch übrig, Leute. Oh mein Gott. Rasierblatt kann niemand einsetzen, das weiß ich ja selbst. Schwalbini kannst du Rasierblatt? Wut! Schwalbini, was geht mit dir ab? Du bist mit jeder Attacke erlernbar. Was geht mit dir ab? Du kannst sogar Rasierblatt erlernen, was ist das denn? Obwohl du kein Pflanzentyp bist. The fuck? Naja. So. Schaufler, das ist ja mal super. Ich glaube, jetzt wird es soweit sein, dass es sich dann bald zu Pupita entwickelt. Ich weiß nicht, Lehmschild mal weg. Dann hat es dann jetzt Schaufler. Ich glaube, ab Schaufler entwickelt es sich dann sofort zu Pupita, glaube ich. Nee, doch nicht. Fehlanzeige. Ein Grenzwert verdient sehr gut. Was tun wir dafür? Den ganzen Tag nur rumstehen. Ein Hurra für den Kapitalismus. Sie bauen überall diese Grenzübergänge auf. Na klar. Loralia City. Das wäre jetzt unser nächster Halt, Leute. Im nächsten Part erst. Denn ich muss jetzt erstmal so offscreen trainieren, es wird jetzt ein bisschen dauern, bis dann die nächste Folge kommt, also bis dorthin werde ich jetzt ein bisschen Ocarina of Time hochladen. Ich habe schon jetzt einige Parts bis zum Finale jetzt schon vorproduziert, also seit dem 15. August habe ich schon jetzt vorproduziert, also richtig fleißig habe ich bis zum Finale vorproduziert. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge, dann gehen wir dann zum dritten Orden, also wir sehen uns in der nächsten Folge. Sobald ich dann mich wieder offiziell stärker trainiert habe, denn mein Team ist noch unterlevelt. Also bis zum nächsten Mal, dann ziehen wir dann hoffentlich gleich den dritten Arena-Orden ab. Also bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pocketendo, ciao! Und Like und Abo nicht zu vergessen und die Glocke aktivieren.